So, und damit herzlich willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute Dekadenz für euch. Und die Dekadenz startet jetzt. I, Anita, take you, Dean, to be my husband. For better, for worse. Schön. In sickness and in health. Till death do us part. Ein Ehegelübnis. Wie schön. You have one message. Und wir haben eine Message. Beep. Hey, honey, I'm coming home from work soon. Had to stay late to finish. Can you set the table on the counter before you settle in? Na klar, mein Engel. Ist auch gar kein Problem. Wir machen den Tisch schick für uns. Wedding Picture. Memories from June, den 12. 1982. Alter, sind wir das? Oh, aber das Mist, Alter. So, was haben wir? Oh, was haben wir hier? 12. Ja, wir haben heute... ist heute der Jahrestag? Haben wir heute Jahrestag? Das wäre es ja. You have one new message. Hey, honey. I'm coming home from work soon. Had to stay late to finish. Can you set the table on the counter before you settle in? Na klar, na klar. So, wir schauen uns mal ganz kurz hier um erstmal. So, was haben wir denn da? Noel. Oh. Use people. Steht da einer? So ein Schatten. Oh, so ein Schatten. Oh, na toll. Super. Na okay, schauen wir uns mal um. Können wir Schubladen aufmachen? Nein, können wir nicht. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, das für ein hässlicher Fleck da an der Wand. Nee, haben wir hier noch Farbe? So, wie sieht's aus? Irgendwie, ja schön. Hart 90er, frühe 90er, Ende 80er aus hier bei uns. Was? Place. Okay, ja stimmt, wir sollen den Tisch decken. Scheinbar sollen wir das hier decken. Okay, na was stellen wir das Schönes hin? Die Butter? Nee, wir wollen ein schönes Essen machen. Da würde ich doch erstmal sagen, Teller? Kann ich jetzt hinstellen? Ja! Ach, wie geil. Komm, Wein. Weinbottle. A family gift from my mother on our wedding day. Puts a smile on my face every time. Okay. So, was können wir denn noch? Vielleicht ein paar schöne Gläser? Haben wir denn ein paar schöne Gläser? Wenn denn heute wirklich unser Jahrestag ist, dann würde ich ja gerne anstoßen. Ne? Und dazu... brauche ich natürlich Gläser. Man könnte auch hier mal ein bisschen abwaschen. Das sieht hier echt scheiße aus. Freunde. So, ja, nun nicht. So, okay. Ah, ja, klar. Okay. Was war das? War das gerade die Schublade? Okay, zwei Sachen noch. Also, ich würde sagen Gläser. Aber wo? Wo finde ich Gläser? Soll ich die Töpfe nehmen? Die sind ja Prestige. Oh. Gerade fertig geworden. Hallo? Hi, sweetie. I can't seem to find my ring. Can you find it and place it next to my jewelry box? Ich verstehe. And honey? Oh. You keep on forgetting. Wir haben eine Stimme. Oh, stop complaining. I was running late for work. Okay. I'll do it now. Alles klar, Schatz. So, wo hast du denn deinen Ehering gelassen? Und wir sollen ihn quasi ins Schmuckkästchen zurückpacken. Was haben wir denn hier? Ja! Die Muppets! Geil! Oh, Musiker. Oh, was haben wir hier? Turn on TV. So, und schon wieder komplett von der Aufgabe, die wir eigentlich machen sollten, abgelenkt. Gut, okay, wir machen ja aus. Alles klar. So, was haben wir noch? Oh, so. Where did she put that ring? Ja, wo hat sie jetzt den einen Ring gelassen, die Gute? Was haben wir denn hier? Das sind doch noch keine CDs, oder? Das sind doch Tapes. Ach, geil. Nice. Schön. So, hier mangelt die Bücher irgendwo. Nö. Das ist ein schönes Bild. Das ist einfach von hinten fotografiert, so. Schön. Okay, schauen wir uns mal ein bisschen um. Was haben wir denn hinten noch? Haben wir noch drei Türen? Where did she put that ring? Alter, das ist ja mal... Oh Gott. Pink. Ach, und die ist aber auch ein harter Überlebenskampf hier. Die ist schon knusprig gewachsen, sag ich mal.
So, hier könnte man, aber Anita, also das ist, da müssen wir nochmal drüber reden, irgendwie hier. Das, also entweder übernehme ich jetzt das Bad putzen, weil das geht ja so nicht weiter hier. Also das, nee. Da müssen wir drüber reden. Oh, was? Nice, hier ist er. Mangt den Q-Tips. Alter, wie sieht denn das hier aus? Wie sieht denn das hier aus, verdammte Axt? So, der Spiegel. Na, sag mal, das ist doch hier alles. Das ist doch alles nicht. Anita. So, okay. Gehen wir mal weiter. Also, tatsächlich sieht die Bude so farblich aus wie so eine wirkliche. Wie so eine 90er-Jahres-Sitcom. Wie eine 90er-Jahres-Sitcom. How did she put that ring? Aber irgendwo ist ein bisschen geil. Oh, warte mal, hier. Kann ich die hier? Ja. Ne, und place the ring. Was? Was schepperte hier? Hallo? Anita? Are you home? Hey! What the? Was ist denn das? Second time this week. I have to clean this up before she gets home. Das zweite Mal schon diese Woche? Wie kann sowas sein? Frage ich. Dean, wie kann sowas sein? Das ist nicht so geil. So, na gut, dann lass uns das mal sauber machen. Zeigst du mal im Besen einmal? Oh. Dean, I forgot my keys. Can you unlock the back door for me? Was? Anita ist zu Hause. Ja, komme. Anita. I'm coming for you. Nein, Alter. Nein. Okay. Wir PTSken hier wieder ein bisschen rum. Ah, okay. Hey. Oh, wollen wir Peephole nochmal benutzen? Okay, der Schatten ist weg. Dafür ist da jetzt Schnodder. Dafür ist jetzt Schnodder. Und der Schnodder da vorne wird größer. Ah, weiß ich nicht. So, was haben wir hier jetzt? Tape. To-do. Okay. Schauen wir mal. Hat sich denn jetzt... Oh, von Stephen King. Christine. Nice. Schön. So, okay. Das Besteck ist wieder am Start. Und also der Tisch ist wieder gedeckt. Das Buch ist, glaube ich, neu. Alter, wie sind denn jetzt überall diese Flecken? Was ist das hier? Oh, hey, Dean. Can you clean the mess you left in the living room? You left your books all over the table. What mess? Fine, give me a second. Ja, ne, genau. Wisst ihr, die ganze Bude sieht ja aus irgendwie wie auf links gekrempelt, aber hauptsache meine Bücher sind hier das Problem. Gut, nehmen wir Stephen King mit. Was haben wir hier? Das wird das dritte. Margaret Atwood. And the Grief Observer. Okay, soll ich die jetzt hier hinstellen? Ja, scheint so. Und, So. There we go. Ich hätte den mal aufgeräumt. Sieht auch völlig anders aus, plötzlich die Wohnung. Ganz sauber. Toll. Ja, okay, alles klar. Das war wahrscheinlich... What was that? Can you check it out? Nö. Nö, Dean geht jetzt ins Bett. Tschüss, Sikowski, Alter. Dean geht jetzt ins Bett. Oh, ist das Anita? Anita sieht gut aus. Schön. So, bitte wundert euch nicht irgendwie, es ist ein Gratis-Game und Gratis-Games sind manchmal so ein bisschen, ja, ich sag mal, so ein bisschen komisch programmiert, so was die Performance angeht irgendwie. Ich sehe nämlich tatsächlich an meiner Facecam irgendwie, die ständig hier rumstottert ohne Ende. Wenn es euch zu ruckelig wird, dann haltet einfach unten in der rechten Ecke einfach mein Gesicht zu. Ach, und der Schlons wird immer größer. Der Schlons wird immer größer. Von der... Oh, nee. So, was ein Türblatt, ey. Oh. Ist das unsere Frau? Ist das Anita? Annie? Ach. Nö. Hope she likes this year's gift. Better hide it in the closet before she gets home. Und wir haben ein Geschenk für sie. Ja, okay. Warte mal, ich... Hallo? Ja, das ist die richtige Vorlesestimme. Nicht.
So, ich probiere mal ganz kurz, mal einen kleinen Effekt reinzumachen fürs Vorlesen. So. Hallo? Hallo. Schön. So. Dear Dean, I hope this letter finds you well and that you're finding the strength to keep your head up after these last couple of days. I wanted to write you too because I'm very concerned about your being, especially after the traumatic event, cannot feel your pain as much as you do. But please, be aware that I am always here for you as a friend and someone you can lean on. You have heard from your lately... So I have heard... I have not heard from you lately and I worry that you struggle to cope with everything. Remember that you do not have to show this burden alone. I understand that someone going through what you have would find it difficult to take care of themselves. But please keep in mind that we have your best interests at heart and pushing us away will only hurt you more in the long run. Don't hesitate to reach out. Your friend, Baptiste. Baptiste, ist aber ein schöner Name. Baptiste. So, können wir noch irgendwas mitnehmen hier? Was machen wir denn da gegen den Schimmel? No. Oh no. No. Ah. Ha. Okay, sie steht immer noch da. Was machen wir denn gegen diesen ekelhaften Schimmelfleck da hinten? Können wir mal irgendwie ein bisschen Chlor organisieren? So, was haben wir denn jetzt hier? Die Times liegt hier rum. Ah, schön. Nein, das ist doch die aus dem Breakfast Club. Was? Molly? Molly Ringwald? Ach, wie geil. Das ist ja Hammer. Mensch, warum ist hier plötzlich so viel? Warum sieht sie so verpennert aus auf immer? Alles ist unordentlich hier. Bier? Teller liegen hier rum? Fernbedienung? Mal anmachen. Ah, PTV haben wir auch noch nicht. So, hier sieht es auch aus wie bei Hempels. Was ist denn los hier? Können wir in den Kühlschrank eigentlich ran? No. Ghostbusters, jawoll, Alter. Don't forget to take out the trash. No. Naja, irgendwas passiert hier ganz, ganz heftig mit dieser Wohnung. Und irgendwie will ich nicht drin sein, wenn das passiert. Okay, die Tür können wir nicht öffnen zum Bad. Schlafzimmer können wir öffnen. Was ist denn los hier? Ach man, eine schöne Bild, schade. Ganz toll. Muppets muss ich mal noch feiern. Muppets, das Journal. Sei immer bestens informiert, was bei der Muppet Show passiert. Okay, alles klar. Drug Abuse haben wir auch ein bisschen. Läuft doch bei uns. So, können wir hier irgendwas machen? Oha. Ach so, ich soll ja das Geschenk verstecken, wa? Irgendwie. Kann mich nur sehr, sehr, sehr langsam bewegen. Hallo? Schatz? Oh nee. Anita, are you okay? Anita? Not now. I need space to breathe, please. You're suffocating me. Come out here and talk to me. Was haben wir denn jetzt gemacht? Und warum, wieso brauchst du denn jetzt Abstand von uns und... Let's finish talking. Open the damn door. I'm sick and tired of your shit. I said leave me alone. Na? Ich kann mich schon wieder sehr langsam, ich kann mich ja nicht bewegen. Ah, doch, jetzt wieder. I swear, he was here. I heard her. Oha, Alter. Oha. Wann ist eingelassen? Na denn? Schaumbad, ab geht's. Ja, dann würde ich doch mal da nicht rein, oder? Nee, möchte ich nicht. So, den Wandschrank habe ich ohnehin nicht versucht zu öffnen, wa? Das jetzt, oh Gott. Oh nee. Oh nee.
Nein, sie ist hier. Sie ist hier. Okay. Dear Dean, we hope this letter finds you well. We are writing to address a matter that has come to our attention regarding your recent absence from work for 6 days without prior notice of explanation. As an integral part of our team, your presence and commitment to your responsibilities are crucial for the smooth operation of this company. We kindly request that you provide us with an explanation of your absence during the specified period. This will enable us to understand the circumstances surrounding your absence and explore potential ways to address any challenges you might be facing. To avoid any negative impact on your professional development and the overall functioning das eben of our team. We kindly request that you adhere to our attendance. Hier sind wirklich Worte bei, die ich noch niemals gelesen. Policy moving forward. We encourage you to schedule the meeting with our manager Juliet at your earliest convenience to discuss your recent absence and any underlying concerns you may have. Thank you for your attention to this matter. Sincerely, Arthur. Also tut mir leid, wenn es nicht so butterweich geht hier irgendwie immer mit dem Vorlesen, aber so ist es halt irgendwie. So ist es halt als Legastheniker hier. Schön. Die Party hört niemals auf. Warum räumt denn hier? Warum? Ich würde es ja nur aufräumen. Also wenn mich eh stört, dann sind so rumstehende Bierdosen und Flaschen. Aber auch Geister, die hier irgendwie durch irgendwelche Flecke in der Wand kommen. Das stört mich tatsächlich auch ein bisschen. So, warum ist das hier so erleuchtet? Oh, erstmal auf die Küchenzeile stehen hier. Schön. Ah ja, wir müssen mal irgendwie die Schränke von oben putzen. Falls mal Mäuse kommen. Nice. Schön. Ist mal in den Schrank drin geklitscht. Wunderbar. So, können wir hier irgendwas machen? Nee, müssen wir irgendwas machen? Nee. Können wir Salz nehmen? Um uns eventuell gegen den Geist oder Dämon oder was auch immer sein soll, irgendwie zu verteidigen? Wow, oh, oh. No, nö. Ich mag nicht. Na! Okay. Oh, okay. Moving day. Okay. We took this picture when we first moved here. Bring back many memories. A new beginning. Aha. Oh, ist aber schön, dass der Schatten immer noch so wunderbar ist. Button! Ich kann mich nicht bewegen! Oh, das ist krass, du kannst... Du kannst anscheinend irgendwie in gescripteten Situationen, kannst du dich nur wirklich so... ganz langsam gerade bewegen irgendwie. Na. Der Fleck ist schon mal weg, das ist schon mal ganz geil. I need a crying on the voicemail. Und mein Gesicht ist weggekratzt. Bei dem Gesicht verwundert es mich nicht, aber warum? Ja, da waren wir nicht mit so einverstanden. Oh, warte mal, das ist ja was anderes. Okay, dear Dean Coleman, I hope this letter finds you and your family in good health during the challenging times. Please accept my sympathies and know that my thoughts and prayers are with you and your family as you navigate through the difficult period. Jetzt wird's aber wirklich schwer mit dem Text. As your authority, it is my responsibility to assist and to guide you through the legal, ach, was auch immer irgendwie.
In the upcoming days, I kindly request you to schedule the meet. Okay, das ist das gleiche wie von vorhin. Provide you. Gut, okay, alles klar. Jetzt kriegen wir schon halt jetzt. Jetzt schreibt uns schon der Anwalt. Wir werden schon abgemahnt von Arbeit. Ich verstehe gar nicht, warum Anita weint. Das ist einfach, das ist doch eine wunderschöne Man Cave hier irgendwie. Und oh Gott, Schlimmes, wo sind denn jetzt hier die Büchsenclips her? Ich sehe hier, Alter, frisst der hier Bohnen aus der Büchse oder was? Och, nee, ey. Dean. Und du liest die Vanity Fair, das passt doch. Hütte sieht aus hier, verstehst du, als wenn hier gerade Tim Taylor durchgerauscht ist, aber hauptsache die Vanity Fair liegt ja auf dem Sofa. Hey. Okay, wir haben, ja, okay. Gut. Ja, ein bisschen angebaut anscheinend. Wir laufen einfach durch. No. Wohnen. So, bin ich. Hey. Nein! Oh, bitte nicht. Ist das Bad? Stimmt, ne? Nee? Ach, so ein neuer Eingang in die Wohnung. Ach, hat auch. Guck mal, schön. Und ich dachte schon, es Blut. Nein, es sind Rosenblätter und Kerzen. Kann ich durchs Peephole gucken? Ich kann auch natürlich nicht raus, ist ja klar. Sind wir jetzt beide weggekratzt? Nein, immer nur noch ich. Warum? Wieso denn? Kassettentape. Seems to have been tampered with. Und? Kann ich es irgendwo abspielen? Ich würde irgendwo abspielen. Schade. Und dann folge ich doch mal hier der Blütenspur. Hey. Anita? Was hast du denn hier Schönes für uns vorbereitet? Das sieht ja ganz, ganz toll aus. Warte mal bitte, ist das doch nicht... Sag mal, das ist doch die olle Puppe oder was, wa? Einfach bloß... so ein Kerzen dran geflackt, Alter. Schön. Ja, man muss halt als Entwickler musst du kreativ sein. Als Level-Designer. Ist doch nur eine Puppe oder was? Zauberpuppe. Hogwarts-Puppe. You look as beautiful as you did 4 years ago. I'm sorry, Anita. I can't let you go. We'll be together forever. Even death can do us part. Ah, ja. Together forever. Okay, also Anita scheint gestorben zu sein, wie sich das wahrscheinlich auch schon so aus den vorherigen Briefen gelesen hat. Ah, und wir haben es geschafft. Okay, und das haben wir, das kriegen wir nicht abgeheftet, das Thema. Ist verständlich. Ja, das, ihr Lieben, war Dekadenz. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Falls ihr es noch nicht habt, abonniert doch bitte den Kanal. Helft uns ein wenig zu wachsen. Wir würden uns sehr darüber freuen. Außerdem, hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Projekt wieder, ihr Lieben. Und bis dahin, immer schön abwaschen. Bis dahin. Kanal der beschissenen Abmods. Haut rein. Ciao.